Wir müssen einen ganzen Tag lang nur mit High-Protein-Produkten überleben und das ist dabei rausgekommen. Seht selbst. High-Protein. Was ist denn das? Noch mehr High-Protein. Noch mehr High-Protein. Mit Mandeln. Walnüsse. Oh, Walnüsse habe ich Bock drauf. 5% Walnüsse. Er sieht aber verdammt gesund aus. Und hier gibt es noch Brötchen. Die sehen ja noch gesünder aus. Warte, ist laut. Ja, egal. Was sagst du? Brötchen oder Brot? Wahrscheinlich beides, oder? Alles klar. Wir haben sogar was zu essen gefunden. Sogar was Veganes mit Linsen, mediterranen Style und eine Protein-Bowl. Das heißt, wow. Du dürfen es mitnehmen. Warte, ich das eins hier. Ich bin nur Mexikaner gefilmt. Warum? Ich glaube, wir finden noch sehr viele Sachen. Meinst du? Ich glaube, ja. Das ist die krasseste Abteilung für dieses Video, glaube ich. Ich weiß ja alles gefühlt. Guck mal, es gibt hier die Dinger, habt ihr mal als Eis gehabt. Die nehme ich mir auf jeden Fall mit. Die feiert Asher komplett, das weiß okay. Ich. Die isst er sehr, sehr gerne. Okay. Jetzt gibt was mit weißer Schokolade. Oh mein Gott. Das wird sehr teuer, glaube ich, hier. Aber egal, wir nehmen heute dürfen wir das. Heute testen wir nämlich ganz viele. Oh, da hinten sehen noch mehr Sachen. So, ich sehe da unten noch mehr Sachen, Max. 3 Euro für eine Packung Chips ist crazy. Richtig, ne? Egal, wir nehmen sie mit. Guck mal, es gibt Protein-Cookie sogar. Oh, what the fuck, nehmen wir mit. Das sind auf jeden Fall High-Protein, cool. Die können wir kaufen. High-Protein-Cracker können wir auch holen, weil es gibt Barbecue. Nee, Barbecue. 2,60 Euro? Warum ist die da so auch teuer, noch. Die Sachen, Alter? Sour Cream und Onion, genau. Da haben wir schon, aber Tortilla Chips? Okay. Nee. Mhm. Haben wir. Ich würde sagen, dann nehmen wir. Cheese. Ja, genau. Ja. Sind vegan und Protein. Das kann entweder lecker sein oder auch absolut komplette Katastrophen. Absolut wirklich. Müsli-Abteilung sind wir am gucken. Mama meinte gerade schon, da oben ist was. Ich habe hier was gesehen, Protein, 20%. So eine kleine Mini-Box hier. Mhm, für 1,99. Das ist sogar echt gute Größe, weil ich habe keinen Bock. Energy-Müsli. Mit Protein, ja. Aber so eine ganze Packung ist mir, glaube ich, zu groß. Weil ich weiß nicht, ob ist das Zucker essen drin? 6 Gramm. Ist wenig, muss ein Essig den Rest. Proteinsachen gibt es mittlerweile super viele. Da, weniger süß. Wie viel Zucker ist da drin? 13 Gramm auf 100. Okay. Ja, sonst ist da viel mehr drin. Was ist das? Haselnuss-Shake und Coffee-Shake. Nehmen wir mit. Sojamilch, Plant, Protein. Von Müllermilch gibt es... mit Mango-Geschmack, High-Protein. Wow, und Himbeer auch. Was ist denn das? Das kenne ich ja nicht. Ich habe ein bisschen auf die vegane Aufstellabteilung gehofft, aber irgendwie... Die haben zwar sich viele Proteine in die Sachen, aber es steht nicht extra drauf. Das ist ein bisschen belastend. Das ist schade. Ja, das heißt, wir nehmen nichts mit. Ich habe mich darauf verlassen, dass es Babybell ist. Das gibt es doch eigentlich so in Schwarz. Ja. Das ist Protein-Babybell, aber irgendwie, es gibt es nicht mehr. Nö. Gibt es bei euch noch? Oh mein Gott, Protein. Das schmeckt. Nehmen wir mit. Protein. Gehen, ja. Nehmen wir mit. Okay. Wir mit. Noch irgendwas? Was ist das? Stracciatella. Nehmen wir mit. Grieß, da. Von Dr. Oetker da oben. Oh Gott, ja, nehmen wir mit. Kleine Überraschung für euch. Ich glaube, darüber würde es sich sehr freuen. Pizza. Pizza. Brauchen wir. Das Max, so geht's. Ich dachte nicht, dass wir Tiefkühlpizza finden würden. Nee, ein Traum mit. Das nehmen wir gerne mit. Wir sind jetzt beim Eis angelangt und es gibt Eiscreme da unten, alles voll, verschiedene Sorten. Cookies und Cream wird sie am besten haben. Nehmen wir das. Nehmen wir sind zu Hause. Ash, hast du heute Bock auf die ganzen Sachen? Wir werden alles probieren. Wir machen das jetzt so, wir werden schauen, was wir theoretisch zum Frühstück probieren können, zum Mittag, zum Abendessen, was am besten geeignet ist. Frühstück möchte ich jetzt eine Pizza essen. In Gönnt welcher wir. Welt würde man... Egal. Doch, ich wieso, wenn er spät aufsteht, ist er tatsächlich Mittag schon eigentlich. Es ist Schule, aber er hätte heute 8 Stunden. Er ist komplett fertig mit seinem Leben. Ja. Deswegen ist es gerade auch 7 Uhr, wo wir das Ganze aufnehmen. Wir hätten nicht gedacht, dass es eine Proteinpizza gibt. Ja. 100 Gramm hat man 10 Gramm Eiweiß, okay? Das ist so viel. Die Pizza an sich hat wie viel Gramm? Oh, warte mal. 400 Gramm hat die. 400 Gramm Proteine. Nein, also die Pizza 435 Gramm Nettogewicht. Ja. Kriegst du 40 Gramm Protein, das ist doch gut. Ah, übrigens, er ist momentan seine Sportphase angekommen. Aha. Er gibt ein Griechbrötchen mit 40 Gramm Protein. Ein Becher fetzen, 40 Gramm oder eine Pizza essen, 40 Gramm. Was machst du? Ja, Grieß mag er eigentlich gar nicht. Mhm. Hat es komisch geschmeckt? Und wer soll es jetzt essen? Das sieht schon richtig geil aus. Hallo, Frühstück! Guck mal rein, was da drin ist. Ja. Das ist 100 pro Mittag. Das sieht richtig geil aus. Ja, was soll ich mit Frühstück essen? Bin ich gleich? Das ist kontinuierlich. Guck mal, das ist gleich, was du ihm weggegeben hast. 30 Gramm aber nur. Okay, warte, das ist alles Mittag hier. Was ist das alles? Da ist was ganz Leckeres für. Das hat Max für dich mitgenommen. Er sagte, du freust dich bestimmt. Ja. Weißt du nicht, was es ist? Hab ich noch nie in meinem Leben gegessen. Ich, damit du noch mehr Bauchschmerzen bekommst. Weißt du, wer hier gerade Auge macht? Mhm. Ja. Nein. Alles aber nicht das. Kann man riechen? Ich glaube, es ist zu salzig, oder? Ja, das riecht richtig gut. Dann zeig mal bitte, das ist so ein Beef. Ja, das hat Ash Max mitgenommen. High-Protein Salami-Sticks? Ja. Das ist perfekt für dich. Du liebst Salami-Sticks und jetzt noch mit High-Protein umso besser. 33 Gramm. Davon das. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück drin. Ja, das ist sehr viel. Das ist echt wenig, ne? Aber riechen die normal? Schmecken die normal? Ist das Hähnchen oder? Ja, das Hähnchen. Oh, aber die riechen normal. Die riechen komisch, doch nicht. Alles gut, die riechen ein bisschen anders.
Die riechen, ich weiß, ich kann das schwer beschreiben. Also ich würde sie essen, aber. Oh, nee. Die riechen sehr. Eklig. So ein bisschen chemisch. Ja, also. Genau. Nee. Aber fühlen sie auch nicht gut an. So, ich hole jetzt das Frühstück raus, okay? Warte, du hast. Ich muss sagen, er bringt alles durcheinander. Hä, wieso denn Frühstück um 7 Uhr? Ja. Das wir wollten die Sachen rausholen, die Frühstück eigentlich. Ja, genau. Probieren wir die jetzt pur. Ja. Man, ja. Oh. Wir haben Müsli eigentlich dafür extra geholt. Sie ist auch normaler Milch. Schmeckt, trinkt jetzt überall zu. Also ey, überall. Aber die sieht aber schon ein bisschen gelblich aus. Soja, man muss das sagen, Sojamilch schmeckt ein bisschen anders natürlich. Naja. Oh. Aber wenn sobald was mit Müsli ist, ist es vollkommen okay. Ja. Das schmeckst du gar nicht mehr. Oh mein Gott, die schmeckt viel besser als Milch. Ich schwöre, die schmeckt besser als Milch. Echt? Hä? Soja? Die haben irgendwas dabei gepackt. Was denn? Das schmeckt viel besser. Das ist leicht süßlich, aber nicht das so richtig. Geil. Das schmeckt so, als wenn du aus diesem Vanillestrohhalm trinkst oder so. Echt? Das schmeckt wirklich leicht vanillig. Das ist ehrlich geil. Okay. Aber 2,5 Gramm Zucker ist sogar weniger als normal. Nein, 2,5 Gramm Kohlenhydrate. Zucker noch weniger. Oh. Wir haben neue Lieblings... Was? Schmeckt ein bisschen wenig auf einmal. Eben war es noch geil. Ja, jetzt nicht mehr. Mehr Stücke, vielleicht ein bisschen. Ich mag kein Milchreis. Ich weiß aber nicht, warum ich Milchreis dann als erstes probiere. Kannst du es mal durchrühren, das mal? Weil das sieht ein bisschen komisch aus. Ich würde es muss auch probieren. Nein. Ich hasse das, ich kotze davon. Das ist genau wie sein Grießpudding, das ist echt eklig. Bist du heute schon auf genug Protein gekommen? Das ist ja. Ich glaube, es schmeckt. Also ich mag an sich sowieso Milchreis. Mhm. Und? Ich sag mal so, mir schmeckt es nicht. Oh, okay. Aber es schmeckt, wie Milchreis schmecken soll. 5 Gramm Kohlenhydrate, 5 Gramm Zucker. Wie sitzt du bei so wenig drin? Ist das normal? Das ist alles, ja, das ist das Ding. Oder ist normale Müllmilch auch nur so wenig Kohlenhydrate? Nein, ne? Meistens ist es so, dass so Proteinsachen ein bisschen mit Süßstoff eher bearbeitet sind, sag ich mal, als Zucker. Aber die stelle ich mir richtig lecker vor. Bitte sag mir, schmeckt wie Trinkjoghurt. Ist das wie bestimmt. Trinkjoghurt? Mhm. Ja. Bestimmt wie... ich stelle mir das ehrlich richtig lecker vor. Was kauft ihr diese kleinen... Aktivell. Ja, Aktivell. Nee, nein, nee, nee. Nicht Aktivell. Nee? Das riecht geil. Ja, das ist ehrlich gut. Und? Aber es schmeckt nicht so intensiv. Wie es riecht. Ja, aber es ist trotzdem gut. Warum kannst du trinken? Also du nimmst Sixpack oder wie ist das? Ich habe mich nicht umgezogen nach Sporttraining. Warst du schon? Ja. Nein. Oh Mann! Komm auf! Ich bin vor 2 Stunden ins Hause gekommen. 1, 2, 3, 4. Stark. Du warst um 3:30 zu Hause. Müllermilch approved, das ist Kaffee. Mit Karamell. Das ist zu viel Kaffee. Guck mal, wie das ist. Da ist extra ein Loch oben hier drin. Ach so. Aber egal. Ruhig auch so. Muss man das nicht schütteln eher? Hab ich schon. Ach so. Oh ja, aber das schmeckt wie so ein. Wenn man sich irgendwo so einen Kaffee holt, so ein Kaffee to go. Dieses Fertigdinger. Das schmeckt doch bestimmt gut. Das riecht wie Mango-Eis. Okay, aber wenn ich jetzt trinke, dann ist es wieder eine Enttäuschung, ja? Es hat weniger Zucker drin, ne? Hä? Ist gut? Ja, es kann halt nicht sein, so, das ist einfach viel zu krank. Okay. Das ist geil, weil. Ja. Aber es ist vegan, das ist schon Milch. Ist das so süß? Das ist Milch. Ja, ich glaube nicht, dass das vegan ist. Uff. Und also, schmeckt ich, besser. Oh, ich kann mich entscheiden, was ich besser finde. Aber Mango und Himbeer. Viel besser als Himbeer. Top. Genau. Ist das Müsli? Ja, ja, das ist auch Müsli. Wieso haben wir nicht so viel? Das ist eigentlich alles Frühstück. Nee, machen wir es auch Nachtisch. Und, so. Und ja, Brot haben wir. Und für Brot haben wir diesen Käse. Ja, das ist eklig. Das ist nicht eklig. Das ist gesund. Da ist ein Himbeer drin. Aussieht, das, was Mama immer essen, das ist auch eklig. Das ist genau das gleiche Gefühl. Nein. Doch. Da kann man doch bestimmt Milch auch auffüllen, oder nicht? Ja, das ist extra dafür gedacht, so einmal. Ich finde es nicht gesünder, wenn man so Proteine so mit Eiern und so isst, anstatt immer so diese Fertigproteine. Habe ich mal sowas gemeint? Weißt du, meinst? Ja. Das sind doch wahrscheinlich ungesunde Proteine so. Also schlechtere als hätte ich jetzt zum Beispiel 5 Eier und 10 Babybells. Aber auf der anderen Seite, 5 Eier hast du auch andere Probleme, glaube ich. Wenn du also. Nee. Ich kann 5 Eier essen. Du kannst 5 Eier essen, aber ich glaube, es ist. Wenn man nur Proteine zu sich nimmt, ist sowas so nicht gut. Bisher, die Sachen sind echt, ich finde die gut. Aber es hat ja nicht unrecht. Aber die allermeisten Sachen haben genug Proteine, so haben weniger Zucker, auch super. Bisher, ich bin überzeugt. Und das ist ein Gesichtsausdruck, der nicht gut aussieht. Wir hätten da dieses Mango-süße Ding reinmachen sollen. Weil das ist viel zu ungesüßt. Ehrlich? Ach so. Das ist richtig gesund. Musst du vielleicht ein bisschen ziehen lassen oder so? Oder ist das einfach generell mies? Das süßeste ist ja die dunkle Schokolade. Ich dachte, das ist Schokolade. Ach so. Wahrscheinlich zartbitter. Das schmeckt richtig so nach Haferflocken einfach. Cool. Mhm. Rest oh, komm, das ist Frühstück. Frühstück. Das ist eher Nachttisch. Frühstück. Frühstück. Okay, wir müssen jetzt alle Dings hier probieren, alle Puddings. Den habe ich mitgenommen, ich glaube, der ist super lecker. Gerade so süße so Schokolade. Das sieht doch gut aus schon mal. Ja, schon dann jemand. Ja. Die anderen wollte Max haben unbedingt. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall am besten. Wir werden, glaube ich, die nächsten Tage genug Puddings nehmen, weil wir müssen doch alles aufessen.
Du probierst jetzt irgendwas mit Erdbeer, schmeckt das geil nach Erdbeer, oder ist gut? Scheint gut zu schmecken. Hä, schmeckt mal nach Joghurt oder schmeckst du nach Süßigkeiten oder so? Boah, ist das süß. Das schmeckt nach, irgendwas von Haribo. Ja, diese Stangen. Ah, ja, Stangen. Diese Balla-Balla. Ja. Pico-Balla. Diese langen. Pico-Balla. Ja, heißt die nicht Balla-Balla? Balla, ich weiß nicht, Pico-Balla. Ja, diese dünnen Stangen, die ganz lang sind. Ich dachte Pico-Balla, nicht Balla-Balla. Das sind die kleinen Fußbälle. Haselnuss-Shake. Ist das gut oder schlecht? Nein, ist das schlecht. Junge, der Junge, von außen sieht aus wie Pistazie, aber es ist einfach Haselnuss. Okay, es schmeckt. Mag ich nicht. Das ist ein Getränk. Das riecht einfach nach Hafermilch. Ich sag dir ehrlich, ich will jetzt nicht die alle Zahlen probieren. Kannst du nicht mehr. Müssen wir das mal warm machen, mit? Ihr könnt es was ist denn Kalk das? Probieren. Was ist denn? Viel Zuckung. Ich bin gerade voll Schreck bekommen. Das schmeckt ein bisschen nach Erde. Was? Haselnuss schmeckt nicht nach Erde. Doch. Das schmeckt ein bisschen nach Erde. Okay. Hier, so, warte mal. Der hier, den kenne ich. Ja. Das schmeckt bestimmt gut. Also ich glaube, Schokolade ist... Das schmeckt, ja. Es ist hier Massenprodukt, Massenessen oder was? Am Fließband. Boah. Pistazien auf Schoko kommt, der könnte cool sein. Pistazien, ich bin aber nicht so der Pistazien-Fan an sich, glaube ich. Das sieht alles so lecker aus, finde ich. Schratzeteller hat auch was. Ja, am besten auf jeden Fall der hier von Joghurt. Ja, der ist echt krass. Mhm. Platz 2 ist bei mir Schratzeteller. Also von Alpro. Alpro ist sowieso auch nicht ganz gut immer. Ja, stimmt. Mhm. Jetzt zum potenziellen Mittagessen. Um 10 nach 7. 10 Minuten nach dem Frühstück. Mexican Style Protein Bowl, let's go. So, warte mal. Machen wir mal warm. Das sieht aus wie schon gegessen. Nein, aber das riecht gar nicht mehr so schlecht. Warte. Und dann war das hier noch mit dabei. Das ist Reis, glaube ich. Yes, oder Buch. Also, ja, doch, irgendwie so. Rein damit. Und jetzt warten wir mal. Aber ich sag ehrlich, es riecht echt gut. Essen ist fertig. Sieht aus wie schon mal gegessen und wieder hingekotzt. Aber egal, let's go. Nein, das schmeckt bestimmt sehr gut. Oh, okay, stellt euch mal vor, das ist ein bisschen schön angerichtet, mit ein bisschen Basilikum drauf. Die riecht besser, glaube ich, ne? Ja. Okay, das hier ist Mexican Bowl, das ist mediterran. Also das roch besser als das. Mehr Gewürz halt, ne, irgendwie. Mhm. Ja, ja. Ja, doch, ist gut. Also, das finde ich gut. Und das sieht aus nach indischem Kackessen. Ups, lügt nicht. Aber es sieht lecker aus. Ja, sieht lecker aus. Ich finde, es riecht ein bisschen säuerlich. Ich habe das Gefühl, schlechter ist. Als... Achso, okay. Ah! Okay. Also warum ist das Thema heißer als das? Das ist irgendwie säuerlich. Das weiß ich nicht. Ja, ich finde, es riecht einen säuerlich. Säuerlichen Touch. Warum? Nicht leicht. So schlecht. Ja, also gut, das hier ist besser. Na, okay. Also, wir haben jetzt ein paar so Snacks. Ja, lass mal Snacks machen. Okay. Und, genau. Wollen wir die Tipps machen? Ja, also, das ist voll krass. Also. Ich habe doch Angst vor. Ich konnte es nicht entscheiden, weil es. Arschteuer? Ja, ich finde auch. Ich hoffe, die enttäuschen nicht. Ja, doch, ich glaube schon. Ich finde 3 Euro haben wir. Was ist denn das? Das ist Tortilla zu nennen? Ja. Das sieht aus wie ein Mais. Oh. Mais-Snack oder sowas, oder? Wie oder toll, Reiswaffeln. Ja. Aber nicht wenn man mit Tortilla-Chips kaufen möchte, dann das kauft. Du wirst einfach nur enttäuscht, ehrlich. Ja, okay. Ja, ich glaube. Sieht genauso aus. Mhm. Knackiger Geschmack. Mhm. Oh, ja, doch. Mhm. Ja. Ein Geschmack her besser, ne? Mhm. Oh, machen wir noch einen her. Ja. Die sind besser. Ja, allein schon Sour Cream und Onion, das ist doch wieder was anderes, ne? Mhm. Ich mag High Protein Cracker Barbecue. Die können sehr gut sein. Rat mal, was diese kleine Packung kostet. 4 Euro. Oh ne, was? Schreibt doch. 3? Na, da 2,80 oder so. Das ist ja aus wie so Cracker klein gemacht. Mhm, ja, stimmt. Ja. Ohne Form, ne? Schmecken? Ja. Kann man essen? Der Geschmack okay, bisschen trocken. Mhm. Wie viele wollt ihr haben? Die sehen echt so lecker aus. Die sind das, ja. Boah, die müssen gut sein, ehrlich. ESN, finde ich, hat bisher die besten Proteinriegel gefühlt. Mhm. Echt? More habe ich bisher noch nicht probiert. Ja. Mhm. Das ist crazy. Okay. Praktisch. 33 Gramm Kohlenhydrate. Oh, Backfingersch. Das ist ehrlich krank. Was ich bisher noch nie gegessen habe. Nee. Ein Protein-Keks. Der sieht aus, kennst du die Subway-Kekse? Ja. Oder bei McDonalds gibt es auch sich die fetten Kekse. Der Keks hat geschissen. So. Warum ist das so? Ist das Karamell oder so? Das schmeckt bestimmt gut. Oder Ash? Ja. Okay. Aber es sieht komisch aus, ob es geschmolzen ist. Also kann man schon wieder essen, so, aber. Mhm.
Will ich jetzt nicht. Schmeckt so ein bisschen nach Snickers Twix mäßig. Oh, so lecker. Ja, mhm. Doch, ein bisschen gegeben, cool. Die Richtung auf jeden Fall. Finde ich auch gut. Mhm. Okay. Aber ich habe jetzt auch, ich sag ehrlich, ich würde gerne noch die anderen beiden probieren, so, aber ich habe echt zu viel Zucker. Morgen für die Schule. Es ist zu süß. Es ist viel zu süß gerade. Zu süß. Ja. Es ist immer so, ich finde diese Proteinriegel, die haben so sehr viel Süßstoff drin. Ja. Aber den möchte ich auf jeden Fall noch probieren. Weil das stimmt. Ich habe es noch nie gesehen und nie gegessen. Sieht cool aus. Bild sieht aber schöner aus. Ja, ja, ist immer so. Aber so weichere Kekse sind besser. Die sind besser, das ist besser. Kann man schon mit Milch gut trinken so. Oder essen? Oh, nee. Mit Milch vielleicht? Nein, nein, nein. Nein? Mm-mm. Das ist ja trocken. Was ist denn das Weiße? Das ist, Das ist keine Schokolade. Keine Schokolade? Achso, Mandeln vielleicht. Oh, ja, der ist zu hart. Nein, das. So, jetzt kommen wir nochmal zum Abendbrot. Oh, das ist das. Sind das Einzige, was wir gefunden haben, war einmal dieser Käse. Das ist traurig ein bisschen. Und zwar mit Q geschrieben, Quesé. Protein mild. Kennst du diese Werbungen? Ja, Käse doch, doch. Quark ist ja, Quesé. Ja, ja. Dann könnt ihr aussuchen. Entweder wollt ihr Brot haben oder so ein Eiweißbrötchen. Das Brot sieht ja absolut mies gesund aus. Ich glaube, das wird richtig kacke, weil das. Machen wir kurz einen Gusttest. Echt tust du es aber, das ist viel besser. Oder mit Käse überbacken geht auch. Das fühlt sich auch schon so matschig. Oh nein, ich hab's, das kommt auch in den Ofen rein, oder? Nein, 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 muss nicht. Das also soll nicht. Das ist normale Käse. Nee, das wird gar nicht bedeckt. Nein, nein, das sieht gefährlich aus. Das ist gar nicht gut. Ich glaube auch. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, das mögt ihr beide nicht. Ich kann den Geschmack nicht. Ich schmeck's nicht. Das ist nicht so stark. Ich schmeck den Käse auch nicht. Nee, okay. Ich schmeck nur Brot. Ja, okay. Dann schmeckt man den Käse nicht. Ich wusste aber leicht süßlich. Ich schenke dir was. Riech mal dran. Das ist, warte mal, das ist süßlich hier. Der Käse an sich wahrscheinlich, oder? Aber warum ist ich finde, das sieht so komisch aus. Das sieht nach Marzipan aus. Das sieht ja gar nichts mehr, hä? Was ist das für ein Käse? Ja, egal. Und? Kein Käse. Komisch, dass man schon auf Gummi kommen würde. Ja, okay. Mhm. Ja. Hört sich nicht so lecker an. Ich habe meine Beine am Gänsehaut bekommen gerade. Das ist ganz komisch. Next, bitte. Ich finde es verwirrend. Wir haben alles probiert, glaube ich. Ja, alles aufgegessen. Generell sind coole Sachen dabei, aber das, wo wir meinten, das ist nicht gut, ist auch nicht gut. So, der Käse. Das ist crazy, war echt schlimm. So. Was findest du am besten? Was würdest du mir wieder kaufen? Die Pizza. Ja, absolut, ich habe so Bock auf diese Pizza. Ja. Wir werden jetzt noch selber ein bisschen weiter essen. Wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich auch morgen noch weiter essen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kommentiert Sachen, die es noch gibt, die wir vielleicht nächstes Mal testen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.